Ahnungslosigkeit im Ruhrpott. Frank Rosin soll den XXL Food King retten. Du bist? Bessem. Faul ist er. Ja, aber faul. Den Traum vom XXL-Restaurant finanziert die Familie des ungelernten Gastronomen. Das Geld war ursprünglich für ein Einfamilienhaus für uns gedacht. Der 32-jährige Besim ist eigentlich Kfz-Mechaniker. Also für mich ist das Kochen, aber ich denke, vielleicht ein anderer Meinung. Verantwortungsgefühl, Fehlanzeige. Es geht hier um deine Arbeit und dein Leben. Ich glaube, der versteht mich nicht. Die Konsequenz extrem. Falls wir morgen beim Testessen die Punkte nicht erreichen, werde ich den Laden schließen. Frank Rosin kocht seit 30 Jahren und zählt längst zur gastronomischen Spitze des Landes. Er selbst hat 2 Sterne und 17 Gourmet-Punkte. Das Besondere dieses Mal, der Sternekoch ist in seiner Heimat unterwegs. Der heutige Einsatz beginnt im eigenen Restaurant von Frank Rosin in Dorsten. Das Team und der Sternekoch besprechen die ersten Infos. Jungs, wir sind in Gladbeck. Mal in meiner Heimat, freue ich mich sehr, dass ich oder wir im Ruhrgebiet einfach mal zum Einsatz kommen. Mega Geschichte, oder? Mhm, finde ich auch. Das ist 8 Minuten von hier entfernt. Und dass wir mal ein Ausrufezeichen hier, auch hier setzen können, ja, platzieren können im Zuge von Helfen. Mhm. Wir sind in einem XXL Food King Restaurant, so nennt sich das. Hatten wir auch noch nicht. Hatten wir noch nicht? Also ich habe so ein Restaurant selber noch nie besucht, aber dort gibt es diese unfassbar überdimensionalen Portionen. Das sind die Restaurants, wo Jumbo Schreiner immer Stammgast ist. Weißt du, die Dinger sind das. Besitzer des XXL-Restaurants ist Besim Irak. Er hat den Sternekoch um Hilfe gerufen, denn sein Restaurant läuft gar nicht mehr. Hier vorne. Genau. Guck mal, erster Eindruck. Ja. Oh je. Das XXL Food King liegt direkt an einer Hauptverkehrsstraße. Auf den ersten Blick sieht das Lokal wenig einladend aus. So, habt ihr gesehen, da drüben ist das Restaurant? Da vorne auf der Ecke. Direkt auf der Ecke. Genau, genau. Besim hat mich gerufen und er weiß nicht, dass wir kommen. Okay. Wollen wir los? Überraschung. Also. Wie immer kommt Frank Rosin unangekündigt, um sich einen unverfälschten Eindruck zu verschaffen. XXL Food King. Top-Parkplatz, das ist schon mal ganz wichtig. Große Straße, großer Parkplatz, typisches Gladbecker Design, aber nicht was ist wichtig, sondern wie. Ja, gucken wir uns mal an. Ne? Das ist auch immer eine mega Begrüßung hier. Ne? Hallo. Na? Grüß dich. Alles klar? Ja. Wie geht's? Gut. Schön, dass ihr da seid. Du bist? Bessem. Bessem, du hast mich gerufen. Ja, genau. Hallo, ich bin der Frank. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Schön, dass ihr da seid. Ja. Das ist super, das ist unglaublich. Also, ich habe mit alles gerechnet, aber nicht das, dass Frank Rosin wirklich nach Gladbeck kommt, um mir zu helfen. Das ist echt unglaublich. Also, das ist wie ein Traum, muss ich sagen. Ja, eine riesengroße Überraschung ist das für uns, dass er heute gekommen ist, weil ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er nicht mehr kommt. Ja, und jetzt steht er halt hier. Super cool. Was ist los? Was hast du für ein Problem? Ja, der Laden, der läuft halt nicht mehr so, ne? Du bist unsere einzige Chance jetzt, also, dass wir wirklich irgendwie weiterkommen oder wirklich, so. Wirklich so schlimm? Ja, ist sehr schlimm, ja. Bist du denn gelernter Gastronom? Nein. Hast du irgendwas gelernt? Ich habe Kfz-Mechaniker gelernt. Kfz-Mechaniker? Ja, klar. Aber gastronomisch hast du keine Ausbildung? Nein, ich habe schon mal eine Pizzeria gehabt in Bottrop und dann noch eine hier in Gladbeck. Ja. Und dann habe ich irgendwann geheiratet und so. Da habe ich so, aha, ja, jetzt habe ich alles und jetzt kann ich wieder, habe ich eigentlich Lust, wieder in der Gastronomie irgendwas zu machen. Mit der Geburt seines Sohnes vor 1,5 Jahren war das Glück für den 32-jährigen Besim perfekt. Nächster Plan, das eigene XXL-Restaurant. Ja, dann zeig mir doch mal deinen Laden, bitte. Ja, klar. Folg mir doch einfach, bitte. Ja. Also hier ist der Vorraum, ne? Ja. Und das Geld, was wir damals hier renoviert haben, haben wir eigentlich hier ein bisschen reingesteckt. Also der Laden ist echt groß. Und rot. Rund 30 Plätze bietet der vordere Hauptgastraum. Die Gestaltung hat Besim alleine übernommen.
Im hinteren Bereich geht's auf Zeitreise. Das ist ja noch original 50er Jahre. Ja, würde ich mal sagen. Also. Ah, das ist ja mega hier, guck mal. Eine richtige alte Hammond-Orgel oder Kimber. Guck dir das mal hier an, das ist ja mega. Der ist cool, ne? Willst du mal spielen? Nee, kann ich nicht. Aber toll. Wie viele Schulden hast du? Schulden. Gott sei Dank habe ich Schulden privat nur, muss ich sagen. Ich denke, das beläuft sich so auf 60.000 Euro. Ich denke, du weißt es nicht genau. Ja, weil ich schätze zwischen 50 und 60.000. Weil ich habe von dem einen Bruder und von dem anderen und meine Schwester hilft mir und so. Also meine Schwester, die war ja auch gerade davon, hast du gesehen. Das ist deine Schwester? Das ist meine Schwester, genau. Und die hilft dir auch mit? Richtig, und die kriegt ja auch kein Geld oder so. Die macht das umsonst? Die macht es umsonst. Genau, das ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen peinlich, weil sie kommt extra aus Herne her. Ja, ich arbeite hier umsonst, weil er sich einfach kein Personal leisten kann. Ich mache das jetzt eine Zeit lang schon so mit, aber definitiv ist das keine Lösung. Ja, ich bin total aber froh, dass ich sie habe, ganz ehrlich. Ja. Also ohne sie wäre ich echt verloren. Also ich merke, also Familie bedeutet bei euch sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Also Familie steht bei uns an erster Stelle. Und bei uns hält wirklich jeder den Kopf für den anderen hin. Ich weiß das Problem eigentlich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Gut, dann gucken wir mal. Küche? Ja, klar. Voll. Im Sommer 2014 hat Besim sein Restaurant eröffnet. Und die erste und wichtigste Anschaffung in seiner Küche fällt schnell ins Auge. Die Friteuse. Natürlich für ein XXL-Restaurant auch in XXL-Ausführung. Die Friteuse, das ist die XXL-Friteuse. Das ist ja eine Badewanne. Ja, klar. Das Öl ist schwarz. Normalerweise hätte ich das morgen, weil ich eh erst ab 17 Uhr öffne, hätte ich das gewechselt. Aber jetzt Wochenende. Das Problem ist, wir müssen halt TK-Ware machen. Ne? Das ist, weil ich bin alleine hier. Und ich Was muss heißt wirklich. Alleine? Du kochst hier? Ja, ich mache hier Wie alles. Du? Du kochst hier? Ich? Du bist doch Kfz-Mechaniker. Besim. Ja, genau. Der kochende Kfz-Mechaniker. Das wäre doch mal ein Name, oder? Ja, Öl und Kfz-Mechaniker, passt doch. Wer hilft denn hier in dem Laden eigentlich? Ja, also, wenn es geht, meine Frau, meine Schwester. Und dann haben wir halt noch einen Taxifahrer zwischendurch. Ich habe ja auch Außer-Haus-Service. Reicht das denn bei den großen Gerichten oder muss man da nicht einen Tieflader haben? Die XXL-Gerichte, die gebe ich nicht außer Haus. Ich will das halt nicht, weil die wollen das zu Hause mit 8-9 Mann so ein Kilo Schnitzel verdrücken. Und kommen halt günstig davon. Was kostet denn so ein Kilo? Also ich habe ein Kilo Schnitzel für 15,90 Euro. Wenn du jetzt den Einkaufspreis hörst und so, ich weiß auch, dass man diese 3,5% und Boah, Einkaufspreis. Boah, was denn das? Ja, von deiner Sendung, ne? Guckst du Rosins Restaurant? Ja, das muss sein, das ist ein Muss. Was bringt dir das denn? Ja, ich muss sagen, ich habe dadurch viel gelernt. Vor allem Einkaufswert mal 3,5 und solche Sachen. Und, jetzt ist ja interessant. Ich meine, das klappt jetzt nicht immer, das, was ich gelernt habe. Ich weiß, frisch kochen und braten ist alles schön und gut, aber irgendwann fällt man in so ein Loch, wo es anders nicht geht. Da muss man TK-Ware machen. Aber ein kleines Lob muss ich loswerden. Die Küche ist sauber. Ja? Mhm. Das ist schön. Ja, ich meine, wir haben ja auch viel Zeit, ne? Und vor allen Dingen Humor.